Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 1 auf meinem Kanal. Ich weiß, wir verlangen viel von dir, aber jemand muss es machen. Doch, jetzt unterbricht er mich, oder? Ja, nachdem wir den Artilleriebeschuss in der letzten Folge überlebt haben, befinden wir uns hier im Wald und schauen uns erstmal um. Oh, ich würde sagen, ich laufe einfach mal voraus. Ja, Panzer folgt. Sehr gut. Der gibt mir Deckung anscheinend. So, ich weiß gar nicht, was mich hier erwarten könnte, aber ich tippe mal auf Feindkontakt. Gibt es noch eine sekundäre? Wahrscheinlich nicht. Nö, ich bin nur mit so einer kleinen Pistole hier am Start. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Boah, der wälzt sich hier durch den Schlamm. Das sieht schon nicht schlecht aus, würde ich mal glatt sagen. Großer Gott, das war ein Feldgeschütz. Edwards? Ja, das ist nicht so cool. Wenn dein Geschütz ist, schalt es aus. Wenn es eng wird, helfen wir dir. Andernfalls kommen wir mit Bess nach, sobald du das Signal gibst. Alles klar. Erkunde das Lager, um Gegner zu sichten und relevante Gefahren zu identifizieren. Sobald der Kampf beginnt, musst du Bess funktionsfähig halten. Wie gebe ich dann nur hinter das Signal? Wir warten hier. Du weißt, was du zu tun hast, Edwards. Ja, weiß ich. Ich versuche mal mein Glück. Kann ich hier einen Spaten nehmen und die Leute erschlagen? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Okay, so kann man sich abducken. Ganz normal Steuerung. Oh, ich höre Stimmen. Hier ist wahrscheinlich schon das Lager. Ich würde sagen, ich gehe mal hier diesen Feldweg entlang. Oh. Was haben wir denn da? Ein Gegner. Ja, okay, die laufen hier Patrouille. Muss ich wohl ein bisschen aufpassen. Da bin ich ja mittendrin. Da stehen sie ja schon. Nicht so cool. Das sieht scheiße aus. Ja, finde ich auch. So, wie mache ich das denn am besten? Was ist mit ihm da hinten? Wo will der hin? Ja, das ist gerade ein bisschen uncool. Hoffentlich sieht er den Panzer nicht. Was? Ich habe so einen Hunger, dass ich meinen Arsch nicht von deinem Gesicht unterscheiden kann. Boah, sehr viele Patrouillen hier am Start. Der kommt jetzt hier rum. Alles klar? Komm gut. Naja, der hat sich's doch anders überlegt. So, jetzt, wie stelle ich das am besten an? Wie viele sind denn da? Das wird ein Scheißtag. Ich will nicht mit dir reden. Muss ich schießen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Das ist mir egal, hast du das verstanden? Das ist mir egal! Kapiert? Da sind drei. Ah, ich will das ganze Lager hier nicht aufschrecken quasi. Hey Kamerad, wie geht's? Sieht gut aus. Woran denkst du gerade? Hältst du eigentlich irgendwann mal die Schnauze? Ganz ehrlich, ich kenne keinen, der so viel redet wie du. Oh, ist auch ganz spannend, denen einfach nur mal zuzuhören. Ja, kommt. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen was an Action. Wenn der jetzt hier weg ist, dann werde ich mal schauen, ob ich mich hier irgendwie an den anschleichen kann. Vielleicht kann ich ja sogar Gewehr aufnehmen. Komm, nimm das Gewehr. War dumm gelaufen irgendwie. Scheuch ihn auf, damit ich ihn abknallen kann! Ich hab's vorne gesehen! Lass
Boah, war das schlecht. Ach nee, ja, so sollte das nicht laufen. Ich habe jetzt gedacht, die kommen angestürmt und ich habe freie Schussbahn auf die. Boah, so kann man sich irren, ne? Wir warten hier. Du weißt, gut, jetzt weiß ich aber, was mich erwartet. Dürfte doch jetzt hier kein Problem sein. Also anschleichen und umhauen, oh, ist nicht. So, der geht jetzt hier auch Patrouille, oder was? So, jetzt habe ich wenigstens hier freie Schussbahn. Boah, das gibt's doch gar nicht. Boah, ich muss mich mal ein bisschen zurückziehen, kurz. Nein. Total unprofessionell hier. Boah, warum wird der Panzer denn beschossen, Alter? Ach nee, die sind da am Geschütz dran. Oh je. Da, der Horsty. Der gibt da gerade alles. Mann, Mann, Mann. So, hier habe ich auch noch was zum Einsammeln. Damit sollte das Ganze ein bisschen besser laufen. Wow, was eine Explosion. Ja. Mal wieder ganz mies gefehlt. Das muss alles schneller gehen. Boah, ich arbeite dran. Wir warten hier. Du weißt, was du zu tun hast. So, jetzt mache ich das mal hier auf ganz Kamikaze. Ich glaube, das erwartet das Spiel auch. Mit großer Schleich-Action ist hier, glaube ich, nicht gedient, quasi. Ja, ich mache sie hier einfach alle mit der doofen Pistole platt. So, schön Headshot. Wo kommt der Schuss denn her? Von da oben. Ey, was? Ich bin hier in Deckung. Was ist los? Das gibt's doch gar nicht. Ich bin hier hinter so einem Feld, werde zweimal hier getroffen und nein. Boah, ich glaube, heute wird es eine längere Folge geben. Sorry dafür, aber ja, dann wisst ihr wenigstens, ja, wie das Ganze nicht laufen sollte. So, der läuft da irgendwie immer seine Patrouille. Ah, okay, es gibt Reaktionen auf mein Laufen. So, der kommt um die Ecke. Oh, jetzt. Kann ich mir hier das miese Gewehr... Der rennt da hoch, deswegen. Da bin ich gerade hängen geblieben. Mein Gott, ne. Wie kommt der denn jetzt da rum? Ich habe den nicht auf dem Radar gesehen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist los? Bin ich so schlecht oder was ist hier los? Das gibt's gar nicht. Ey, so langsam finde ich das aber gar nicht mehr so cool irgendwie. Wir warten hier. Du weißt, was du zu tun hast, Edward.
Ja, alle guten Dinge sind fünf. Oder wie war das? Ja, der kommt immer. Ich habe da gar keinen Bock drauf jetzt hier. Aber wenn der zu seinem MG hochrennt, dann nervt das schon. Oh, den habe ich erwischt. Nein. Wird nicht aufgegeben. So, einer müsste da oben noch am Stand sein. Da. Der gibt auch direkt wieder Vollgas. Ah, scheiße. Ich muss mal hier ein bisschen in Deckung bleiben. Also mal eben ins Grüne hier schießen. Nee, keine Option. Die schießen auch auf meinen Panzer hier. Geh doch aufs Geschütz. Okay. Ja, mein Gott hier. So, ist das hier frei? Anscheinend. Ja, jetzt muss ich nur mal schauen. Hier ein bisschen was. Ja, ich muss da nur mal hier ein vernünftiges Gewehr einsammeln. Immer mit der Ruhe. Edwards, da bist du ja, Kleiner. Das war Zauberei, Fahrer! Wahre Zauberei! Als gäb's den Krieg gar nicht, was? Joa, mehr oder weniger. Stolperdrahtbombe. Feines Teil. So, Bess muss geflickt werden. Da, wo haben wir den? Mein Gott. So, jetzt habe ich ihn. Na hier. Zurück, ich breche durch den Draht. Mal alles ordentlich machen. Oh, er fährt da mal schön drüber. So gehört sich das. Ah. Eigentlich wäre ja besser, wenn der Panzer zuerst fährt. Habe ich wenigstens ein bisschen Deckung, aber joa. So, ich sehe hier nichts. Da vorne könnte es Ärger geben. Du spähst das Gebiet aus und wenn alles okay ist, gibst du uns ein Signal. Mhm. Wenn wir hören, dass es Probleme gibt. Ich meine, mit einem Panzer könnte er ja mal alles wegbomben hier. So, hier hoch und dann habe ich hier wahrscheinlich eine freie Sicht auf ein Lager oder so. Was haben wir denn da unten? Hä? Wonach sieht's denn aus? Ist das hier so ein Camp, oder was? Ah, okay. Wo kam denn jetzt die Granate her? So, ich muss mich mal hier irgendwie besser positionieren. Man, hier hat man auch
nirgendwo eine Deckungsmöglichkeit irgendwie. Was ist denn los? Jo, jetzt bin ich mit einem Spaten hier unterwegs, oder? Ja, geil! Ja, Panzer ist gleich schon wieder kaputt. Gar nicht cool. Der muss auf jeden Fall durchhalten. Der ist da schon sehr weit vorgerückt und ist da übelst am Fackeln. Ah, komm schon, Junge, reiß dich zusammen! Du musst uns hier durchbringen! Wes musste einiges einstecken. Hol deinen Werkzeugkasten und gib dein Bestes. Ja, also, was lernen wir? Mit einem Schraubenschlüssel löscht man Feuer. Zieh dich vor, darum kümmern wir uns. Kann nichts sehen. Edwards, geh voran. Ja, ich kann auch irgendwie noch nichts sehen. Weil so ein dicker Panzer mir hier die Sicht versperrt. Du hast uns bis hierher gebracht, Edwards. Jetzt müssen wir nur noch aus diesem Wald raus. Da, wo hell ist, da ist der Feind. Tipp ich mal. Entweder meine ich das nur oder ich höre hier einen Panzer irgendwie rumgurken. Oha. Ja, okay. So nützt ja nichts. Irgendwann muss ich ja mal angreifen. Cooler wäre ja, wenn ich im Panzer wäre. Oh, so schnell kann ich doch gar nicht reagieren. Habe ich die Schwierigkeit zu schwer eingestellt oder... Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber kommt mir schon ein bisschen seltsam vor. Okay, Junge. Wir sind alle müde. Aber du musst uns doch mal den Weg geben. Also Abmarsch! Ja, vielleicht ist auch so schleichen. Ich versuch's einfach mal. Noch bin ich nicht aufgeflogen. Ja,
Ja, so schleicht man anscheinend. Moment mal, kann ich damit snipern oder was? Eigentlich wollte ich hier das Munitionsdepot zerstören. Was war das denn jetzt? Boah, Orientierung verloren. Puh, das war aber wieder ein knappes Ding. Wird immer noch geschossen. Mann, warum muss der scheiß Panzer immer so weit vorrücken? Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Keine Ahnung. Kann der nicht am Tor warten, bis ich... was heißt am Tor, an der Barriere warten, bis ich da bin? Okay, wir sind alle müde. Aber du musst uns noch mal den Weg legen. Also Abmarsch! Die Idee mit der Munition war doch eigentlich nicht schlecht, würde ich jetzt mal glatt behaupten. Aber irgendwie weiß ich gar nicht, ob es explodiert ist. Da geht ja direkt hier ein Feuerwerk los, so. Da tut sich nichts. Ja, ich werde weggebombt. Da tut sich. Versuche jetzt hier einfach mal zu warten und alles, was kommt, abzuschießen. Mein Gott, der scheiß Panzer. Boah. Das ist, das ist nicht normal. Das gibt's doch gar nicht. Okay, Junge. Wir sind alle müde. Aber du musst uns noch mal den Weg gehen. Also Abmarsch! So, am besten ich bleib einfach hier stehen. Schieß einfach auf doof. Ja, und er fährt da direkt rein, oder was? Boah, das ist auf jeden Fall schon eine Nummer zu hoch für mich. Ganz ehrlich. Macht überhaupt keinen Sinn. Taktisch sowieso total unklug, ich weiß.
So. Geht natürlich auch. Stellt sich nur die Frage, war es das? Ich hoffe, ich bin relativ safe. Oh, hau doch nicht ab. Ich will dich doch reparieren. Ja, ist der denn dull? Gibt's das? Ja, aber was ist los? Wohin? Du musst auf uns aufpassen. Bess hat diesmal einiges abgekriegt. Wir hätten sie fast verloren. Ja, dann bleib erstmal hier hinten. Laut Karte müssten wir aus diesen verdammten Wäldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfte es nicht mehr weit sein. Du musst aber weiterhin vorausgehen, um unseren Vormann... Leute, auf der Brücke! Zeig es! Boah, die fahren schon wieder. Die wollen nicht wissen hier. Ich habe gar keine Chance, hier irgendwas zu regeln. Weil die Jungs hier einfach kamikaze-mäßig Gas geben. Die fahren einfach weiter, mein Gott, ey, das gibt's doch gar nicht. Wohin? Ja, so was habe ich auch noch nicht erlebt hier. 1A geskriptet, der ganze Kram. Aber nicht gerade sinnvoll. Während du versuchst, ihnen in den Rücken zu fallen. So. Ja, die Einsatzplanung ist eh mal für den Arsch. Kommt eh mal anders, weil die hier wieder Kamikaze machen. So, wo sind wir denn hier überhaupt? Was ist das hier? So ein, oha. Was haben wir denn da? Nicht gut. Okay. Sind wir quasi hier in der Base. Hier rundherum ist, glaube ich, alles safe. Da vorne ist einer, noch einer auf dem Dach und ein Panzer. Sinnvoll wäre, glaube ich, hier über die Flanke erstmal zu dem Bunker da drüben zu kommen. Da ist auch noch einer. Okay, ich werde es versuchen. Ich glaube aber, ich werde hier gleich unter MG-Beschuss genommen. Wenn ich Glück habe. Ah, was haben wir denn hier? Mach doch auf, das Ding. Was ist das? Ach, so ein Ding haben wir ja schon. Irgend so eine Panzerbombe, glaube ich. Oder irgendwie so. Irgendwas mit Mine. Hier reinkommen wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Ich weiß nicht. Meine Ohren klingeln immer noch. Er sitzt in der Falle! Ah! Rest auf! Gefahr! Alter Schwede! Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen Scheiße gebaut.
Schwein davor. Boah, fuck. Schnell weg hier. Der müsste mich eigentlich nicht gesehen haben. So, hat sie den Panzer zerlegt oder? Scheint so. Ich muss mal hier ein bisschen was anderes nehmen. Dynamit. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie das funktioniert, das Ganze. So ein Panzer direkt hier vorne. Oh nee, jetzt habe ich noch den Schraubenschlüssel dort getauscht. Ich werde verrückt. Jetzt aber richtig zügig zurück. Was haben wir denn hier? Jetzt kann ich den jetzt kann ich den gar nicht mehr reparieren oder was? Gefällt mir gar nicht. Aber ich muss da jetzt kamikaze-mäßig aufräumen. Ich glaube, das sind nur noch die zwei hier. Hoffe ich. So, ich habe da anscheinend noch ein Fluchtfahrzeug. Ja, was ist denn jetzt mit meinem Panzer hier? Aber ich bin gerade überfordert hier. So, kann ich den hier nicht reparieren oder was? Ich habe keinen Schraubenschlüssel mehr. Was ist mit dem Dynamit? Da muss es doch hier eine Möglichkeit geben. Erstmal hier zu dem Fahrzeug. Da kann ich aber auch nichts reißen. Ja, die Musik, die ist hier, hier schön am Trällern. Vielleicht muss ich hier auch irgendwas sprengen. Okay. Kehre ins Kampfgebiet zurück. Panzerabwehrgranate.
Die hätte ich mal vorher finden müssen. Ich teste die aber trotzdem mal hier eben an dem Kollegen hier. Oh, okay. Okay. Also irgendwie ist das doch hier verbuggt oder so. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. So schnell umdrehen. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Irgendwas läuft hier total unrund, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das wird hier eine extrem lange Folge, aber ich will das auf jeden Fall jetzt hier durchziehen. So, der Panzer ist wieder repariert. Habe ich meinen Schraubenschlüssel? Nee, aber ich habe jetzt eine Panzerabwehrgranate im Gepäck. Und jetzt könnte das Ganze vielleicht auch rundlaufen. So, das lief doch schon mal viel besser. Viel besser ist vielleicht übertrieben, aber um einiges besser. So, den muss ich jetzt noch schnell wegkriegen. Läuft nicht so rund, wie ich mir das vorstelle. Okay. So. Jetzt aber schleunigst zurück. Einsteigen, Edwards. Du fährst. Nichts wie weg hier. Scheint so, als ob wir es geschafft haben. Sie braucht neue Zündkerzen. Hey, schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer Bess braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Hier rüber.
Der Panzer fährt nirgendwo hin oder wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Ja.